Wahl versäumen. Ein Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag braucht eine gewisse Zeit und zum Teil auch eine ziemlich lange Zeit. Ja, die Frage ist, was macht eine Abgeordnete im Deutschen Bundestag? Sie versucht, einen Koalitionsvertrag umzusetzen. Das ist der Ausgangspunkt. Also es kommt darauf an, bist du in der Opposition, bist du in einer Koalitionsfraktion. Das Gesetz wird in den Bundestag eingebracht. Das sind meistens so 6 bis 8 Wochen, nachdem das Gesetz im Kabinett verabschiedet worden ist. Der Petitionsausschuss ist für mich so ein ganz besonderer. Sodass es nicht selten der Fall ist, dass manche Themen noch etwas länger brauchen, bis sie umgesetzt werden. Alles gleichzeitig geht nicht. Das überschreitet die Kompetenzen der Ministerien und des Deutschen Bundestages.